Ich wundere, wenn ich dieses Mal ein bisschen weniger spreche als sonst. Alle kündigen es an. Ich kündige es an. Jetzt kann ich das nicht mehr sagen. Paulus habe ich echt schon lange nicht mehr gespielt. Wir zocken Paulus. Oh, alles klar. Hm. Ah, ja, mit 10. Naja, gut. Ja, mit 10 bis morgen. Skill Cooldown 30, Button 25, passt. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Tasks sind. Also wäre ich Imposter hier, würde ich das dann fallen. War auf 2, 10 ist schon ein bisschen einfach. Naja. Willkommen zu einer weiteren Folge Among Us mit mir, der guten Crew. Und heute hat auch Doggy seinen zweiten Auftritt. Und es wird mal direkt hier das Licht ausgemacht. Nope, darauf habe ich keinen Bock. Fetzt ihr euch da oben mal alleine? Mindestens 6. Mindestens 6 Sekunden? Mindestens 6, ja. Es sind sogar ungefähr 20 Sekunden. Okay, ich sage mindestens vielleicht war dann lieber weiter. Ja, das Ding ist, sie liegt halt direkt am Eingang von, da wo man zu der Rakete dahin geht, aber in dem langen Gang, also schon direkt nach der ersten verschlossenen Tür, da ist die... Bei Office da oben. Neighbor Labs, meint er. Ja, liegt die in Lab? Also liegt die in Lab? Nein, oder die liegt noch? Direkt, wenn man von Licht Lights Out nach rechts läuft, okay. Straight und die direkt nach der ersten Tür ist, liegt die Leiche. Okay. Die Türen waren aber offen. Die Camps sind an und wenn da Leiche liegt, sollten die Camps ja nicht sehen, oder? Ja, ich war das mit den Camps und ich habe gesehen, dass die Leiche da schon lag. Also ich könnte da tatsächlich 5 Leute rausnehmen. Nein, Chica, warte mal, die Leiche ist während Lights gestorben. Ja, hör zu, aber ich war Admin-Table und einer war in Lab. Wenn du sagst, die Leiche liegt nicht in Lab, heißt einer ist danach reingelaufen und der war wahrscheinlich noch in Lab drin. Naja, was heißt in Lab? Das, Im Gang, das wird angezeigt. Wird der in Lab angezeigt? Wird angezeigt? Ich glaube, es wird angezeigt, ist aber egal. Erstmal Leute rausnehmen. Wer stand Prefix am Light? Das muss ja Erkönig gewesen sein, ne? Genau, ich stand nicht raus. Ich stand an Download in Electrical. Da stand auch jemand, glaube ich. Ich. Genau. Du hast die Kabel gemacht, ja. Also, richtig. Ich habe den Download gemacht. Genau, nachdem Licht gefixt wurde von, wie du schon sagst, L-König, habe ich Jamie von den Kabels bei Electrical da oben laufen sehen. Die habe ich dann gemacht und weiter. Und ich habe uns gesehen. Ja, und zwar am Ende bei mir. Und alle außer Chica, also was ich gesehen habe jedenfalls, alle außer Chica, Miss Attack und Woody, und alle waren zum Zeitpunkt bei Leipzig sehr näher. Das ist super. Mr. Peck müsste auch in der Lecture gewesen sein. Ich hab nicht gesehen, weiß nicht, kann ich nicht. Okay, dann call mal, wo noch ein Punkt war. Schicker. Es waren 2 Leute in O2 drinnen, also mehr, es waren eigentlich 4. Aber 2 Leute waren in O2-Ding drinnen. Aha. Erlkönig war in Office, Uts kam von links, davor war, glaube ich, in Weapons und danach bin ich weitest gegangen. Aber zu dem Zeitpunkt war. Warte, was Wichtiges muss ich aber wissen. Die ganze Zeit, dass du einen Lab gesehen hast, wo hast du noch einen Punkt gesehen? Einen Punkt musst du die ganze Zeit gesehen haben. Weiß ich nicht. Der wäre dir aber aufgefallen. Ja, hab ich aber nicht. Ah, warte mal, was hast du gesagt? Weapons? Nee, das ist nicht mehr so, wo du warst. Eben nicht. Ja, eben nicht, ne? Deine Punkte sind nämlich kacke. Ja, deine Punkte sind viel zu frisch. Weil ich kann euch sagen, ich bin viel gewandt zu Weapons, hab Download gemacht und geschossen. Jetzt bin ich zu, wie heißt das, wo man Upload macht? Da ist noch Mr. Tag reinkommen und Jamie gerade. Ja, also kommst du? Ich bin Vital. Wo war Amo? Also in Weapons war ich die ganze Zeit allein, da war nie ein Zweiter. Wo war Amo? Ich auch ein Penny gewesen, ein Zweiter. Oh, okay. Aber dann nach mir. Stimmt. Ja, keine Ahnung, ich habe da gerade keine Idee. Noch nicht. Es könnte aber auch sein, hier Lab gekillt. Und dann in dem Event und dann zwischen Weapons und dem Download hingeportet. Kann ja auch, glaube ich, sein.
Nein, gerade er ist tot. Bitte. Okay, der ist überfrisch. Ah, ja, ist er nämlich. Genau. Ja, ich habe reportet, deswegen wäre cool, wenn ich meine Sichtweise äußern darf. Licht ist aus. Altern kommt, glaube ich, aus Upper Decon. Ich gehe zu den Kabeln beim Vent, mach sie fertig. Altern und Mr. Tech kommen mir entgegen auf Höhe, ja, Gang zu Medbay, also Gang zum Scan Lab. Oder vielleicht noch ein paar Schritte weiter zu mir und dahinter liegt dann irgendwann halt Altern. Mhm. Okay, Sichtweise Ammo und Mr. Tech. Lass es mal Mr. Tech. Genau, weil das Ding, war nämlich, das mit Electrical, das stimmt, da bin ich zurückgelaufen. Aber dann dachte ich mir, weil Altern da zuerst hingelaufen ist, dachte ich, okay, er killt dich jetzt, ich laufe dann wieder zurück, Altern kreuzt mir, läuft in den Gang rein und ich sehe dich da noch ganz normal, dann laufen wir gemeinsam zurück und dann war Altern tot. Ich glaube nicht, dass Marcel den Kill gemacht hat. Okay, ich bin auch von unten gelaufen in den Lab. Da kam mir im Dunkeln zuerst Altern entgegen und dann Marcel. Aber Marcel ist, meine ich, auch wieder umgedreht, als die Lichter wieder an waren. Ich glaube nicht, dass er den Kill gemacht hat. Dann können wir ja ausschließen. Ich habe Lights gefixt. Wo war Jamie? Specimen. Hat dich jemand dort gesehen? König war vorher auch da. Kannst du proven, Herr König? Kann ich proven, dass du noch da okay, bist. Gut. Obwohl du auch, ich habe Punkt gesehen. Ich habe einen Weapons Download gemacht und bin gerade ein Comps Upload machen. Okay. Moody? Ich bin an Lifeline, war vorher an Admin und hab den Kill live gesehen und war 4 Sekunden alt. Ich war an Lifeline und dann an Admin, so rum. Okay, ja. Moody kann ich dann rausnehmen, ich war genau andersrum, Admin dann. Live Moody rausnehmen? Ja. Ich glaube nicht, dass es ein Self-Report ist. Ich hab leider nicht. Ist es auch nicht. Broki ist es auf gar keinen Fall. Amo, wie war das aus deiner Sicht? Weil du standest auch noch da. Habe ich doch schon gesagt. Ich kam reingelaufen. Zuerst kam Alter mir entgegen. Habe ich aber auf jeden Fall sein Pad gesehen noch. Dann kamst du mir entgegen. Und ich bin weitergelaufen. Ja, es waren 5 Leute zwischenzeitlich. Könnt ihr Armor auch rausnehmen? Nur so nebenbei gefragt. Wer war der 5? Wer war der 5? Also, genau. Broki, Armor, Mr. Tech, Alter. Und Broki. Aber wer ist Nummer 5? Wer ist der 5? Ja, okay, der drauf, Specimen, oder? So. Ich habe da aber noch nicht gesehen. Utz, wo warst du nochmal? Aber ein Rap, kannst du kommen, Moody? Als ich dran war, war nicht links. Ich war nur einer links bei. Aber wenn Jamie und Earl König sich proven, wer bleibt denn da noch übrig? Ich weiß nicht, wo Earl König hingegangen ist. Zu Admin ist er gegangen. Ah, ich hab auch keinen Punkt gesehen im Kopf. Utz, Moody und Chica bleiben da übrig. Einer von den dreien muss dann eigentlich den Kill gemacht haben. Wenn Jamie und Earl König sich jetzt proven, muss es Utz, Moody oder Earl? Mutz, Udi oder. Top. Jetzt habe ich den dritten vergessen. Naja, ihr wisst Bescheid. Utz, Moody, Chica, richtig. Einer von den dreien muss es sein. Achso, was mache ich eigentlich hier? Ich muss auf die linke Seite. Komm mit, Doggy. Zweite Leiche, die ich reporte. Also, ich stehe an Upload. Da steht auch jetzt Mr. Tag, glaube ich. Oder? Mr. Tag? Ja, ich stand hinter dir. Ich gehe auskommens raus. Rechts wollte ich dann halt zum Licht gehen. Also auskommens raus, rechts. Und dann kriege ich knapp über, wo ich nach oben gehe, den Report-Button und dann liegt der Eckkönig anscheinend. Okay. Wollen wir, ihr fangt von an? Und danach sagen wir, wo er wieder war und wer sich ausschließen kann. Okay? Weil vorhin war es nicht so gut. So. Ich war mit Moody im Lab. Ich bin rechts gelaufen, Specimen. Und ich bin gerade durch jemanden durchgelaufen, den Specimen. Der war oben links. Ich weiß aber nicht, wer das war. Wer war ein Specimen? Ich. Okay, dann war es Ammo. So. Wo ist Utz? Ich stehe auf dem Scan gerade. Dann wärst du aber ziemlich schnell, Utz. Weil ich habe dich links Richtung O2 und so laufen sehen. Ich komme von Comms, habe einen Download gemacht, den ich letzte Woche nicht beendet habe, richtig, und dann bin ich nach rechts gelaufen zum Scan. Du bist nach links gelaufen.
Okay. Falls du nicht mitbekommen hast, offenbar auf meinem Laufweg ist so ein Leiche. Warum soll ich das callen, wenn ich, also, ich dann langlaufen? Okay, lass weitermachen. Jamie, wo bist du? Aus Admin raus, Richtung Electrical, irgendwo jetzt laufen. Aus, okay. Mr. Tag war irgendwo in Electrical. Wo ist Mudi? Kommst bei er. Okay. Ja, genau. Ja. Ich bin jetzt gerade rausgelaufen aus diesem Airship quasi, wo man startet, weil ich pre-gewandt bin in der allerersten Runde und nie wieder oben war. Und habe jetzt eben gerade noch dieses Flugtier-Navi, wie heißt das? Dieses Zickzack-Verfolgen, Navi-Verfolgen-Dings da gemacht. Ja. Ich würde dann nur Ammo saven. Ja, ich nehme dich auch tatsächlich raus für den Kill. Ich will nochmal ins Gedächtnis rufen, dass Earl, der zuletzt letzte Runde am Admin war, kein Incoms gesehen hatte. Ja, Bobby, aber du weißt, dass die beiden nach links gelaufen sind. Ich in Weapons rein, während du bist. Währenddessen bist du entweder zu dem Rad gelaufen oder zu der Labyrinth-Task, keine Ahnung. Und was soll ich denn dann danach machen, wenn ich einen Download in Weapons mache? Ich sag doch nur, was Earl gesagt hat. Ja, aber für die eine Runde ist der Killer für mich klar. Jamie und Earl König haben sich gegenseitig gesaved. Wir waren zu viert. Wir waren zu viert zusammen im Lab. Den Kill an Altern kann entweder nur Moody, Oz oder Chica gemacht haben. Hallo. Warte kurz, Marcel, ich hab letzte Runde Leicht gefixt und der Killer war gefixt. Marcel, also zwischen Moody und Oz, nicht zwischen mir. Ehrlich, Schicker Maru? Nein, ich sag dir nur, weil er hat gesagt zwischen uns drei und ich hab Lights gefixt. Das ist eine Vermutung. Einer Electrical war und Earl hat mich in Admin gesehen. Ja, also will ich erst hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zwischen den dreien ein Imposter ist. Oder sogar zwei. Ich bleib dabei fürs Erste. Ne, Doggy? Genau. Och, Leute, ernsthaft jetzt. Ich wusste es! Ich hab es gewusst, Alter! Okay, ich weiß, wer auf jeden Fall Imposter ist. Ein zumindest. Sehr gut. Soll ich reden? Ja, bitte. Nach dem Reaktor-Call kam Utz aus Specimen raus, Richtung Admin. Ich will noch nicht mal sagen, dass er unbedingt Armo gekillt haben muss, aber doch, muss er. Weil ich mit Proki und Jamie oben Elektro gesehen habe und ich habe noch nach Reaktorfix bin ich rechts aus Office raus hoch zu dem Reaktor gelaufen und als ich von dem nach links gelaufen bin, kam mir Mr. Tag entgegen und Sliga wollte mir gerade entgegenkommen, ist zurückgesteppt und hoch ins Airship gelaufen, weil er dachte, ich sehe ihn dann nicht. Bin also zu Jamie gelaufen, Proki kam nee, auch da. Auf jeden Fall ist ja Mr. Tag jetzt tot, Proki kann ihn nicht gekillt haben, meines Erachtens, und Jamie sowieso nicht. Jamie ist mit mir gelaufen. Also die müssten... Aber für Mr. Tech bleibt halt auch nur Chica über von daher. Nee, tatsächlich nicht, weil es ein Okay. Also, Proki, ja. Jamie, wen voten wir zuerst? Also wir können sie gerne verteidigen lassen. Ich verstehe, ob ich neu verkauft werde, aber ich habe beide Kills gemacht. Na,
Nee, es halt, Modi hat halt keinen Zeitpunkt gehabt zum Killen, weil ich bin die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und als ich dann gemerkt habe, dass er. Du bist nicht die ganze Zeit hinterhergelaufen, er ist ein ganzes Stück alleine gelaufen. Ein ganzes Stück, weil ich danach weggelaufen bin. Weil ich habe gemerkt, dass er ein bisschen eifrig wurde. Und jetzt kommst du halt da nicht raus, weil links war halt der Kill zwischen Modi und Lutz, ne? Und jetzt kommst du halt nicht raus. Weil er ohne Schreck und gerade war ich unten links, ne? Weil ich unten links bin. Hat Mutti gesagt, er ist pre-gerannt Richtung Weapons, da war ein Punkt laut seiner Aussage. Ja. Aber es waren zwei Punkte als Chica, ja, und Arm und ich haben Pentagon. Ich hab's gewusst. Utz, ich hab dich schon im oberen Decon gesehen und bin dann direkt vor dir weggelaufen, als ich dich da schon gesehen hab beim Duschen quasi. Warum tötet er mich? Aber Marcel, warum hast du denn nicht gesagt, dass du auch Armo gesehen hast, dass du gestorben bist neben Proki? Ja, ohne Scheiß. Hab ich ja. Ja, es waren zwei Armos da. Aber liege ich richtig mit damit, dass es zwischen uns Proki oder Mutti sein soll? Ja, die bleiben noch übrig, mehr als überlebt. Ja, ich bin dem Teufel zugeben, wenn es Poki ist. Aber Poki kann es doch gar nicht gewesen sein, oder? Ja, doch, ich bin es gewesen. Mutti und Mutti und ich sind. Also, ich habe den Kill nicht gemacht, ne? Wirklich nicht. Ich hab keinen gesehen, ich bin hinter Mutti hergerannt und dann habe ich da mal ein Camp sahen. Geil, ich wusste es. Wollte ich Marcel killen und ich konnte Marcel nicht killen, weil die Camps an waren, dann bin ich nach links gelaufen. Ich habe Oz, Mutti oder Chica gecallt und zwei waren richtig. So, ich habe auch ein bisschen zu lange in der Tür oben Jamie und Mutti gesehen, so dass ich eigentlich ausschließen konnte, dass die beiden eine Posadu sind, weil neben Amo auf Marcel Altern getötet und Marcel konnte nicht als Amo killt, ne? Nee, aber Amo kann den Kill eigentlich auch nicht gemacht haben, deshalb habe ich auch nur drei euch. Auf hier drauf. Nee, das habe ich nicht mehr wirklich gesehen. Es war ja auch dunkel. Super aufmerksam. Naja, ich war ja auch nicht in Admin, also ich war auch sass für den Kill. Richtig. Earlkönig und Jamie Ironie. Haben das sich. Das war Ironie. Nein, Earlkönig hat mit mir sich geproved. Ja, aber Jamie, die beiden waren zusammen, wir waren zu viert da. Es blieben nur noch Chica, Mutti oder Uts für mich übrig. Hallo, ich habe doch Lights gefixt. Hör doch mal zu, Marcel. Wie oft muss ich das noch erklären? Und trotzdem warst du richtig. Ja, aber für den Kill nicht. Ja, das ist doch kein Spaß. Lecker Specker. Ey, weh, versaut mir das, Leute, for real. Gibt's hier irgendwo ein Vent? Okay, das checke ich nicht. Was checkst du nicht? Wie du jetzt Armut finden kannst. Hä? Warum? Also, okay, nee, weil wir uns doch noch vor 15 Sekunden ungefähr in Camps gesehen haben und. Lass mal genau, lass ihn doch einfach mal reden. Und seitdem vier Personen in der Alter, Zeit halt die Klappe! Und sind alle rausnehmen. Ich laufe unten aus, Retour raus, Mutti kommt rein. Ja. Armut liegt vor Office. Ja, das tut mir leid, kann ich nicht gesehen haben. Ich war im Weapons, hab Download wieder gemacht, hab Upload und Comps gemacht und bin dann jetzt zur Tour rübergelaufen. Mutti ist Crewmate. Ja, doch, wenn du Weapons rausläufst, müsstest du es wahrscheinlich sehen. Also, warte, ich nehme raus. Jamie, Ostlix und mich selber. Also, ich kann eher König rausnehmen, weil wir sind gerade zusammen zur Leiche hingelaufen. Der hat jetzt nicht ein Selfie-Pod gemacht oder sowas. König raus, Alkan raus, Lix raus, Utz raus, Jamie raus, Poki raus.
Genau, ich war die Person auf dem Medbay-Scan, also ich war im Lab. Nice. Also, Chica, warum kannst du immer die MH proben? Ist der Tech noch übrig? Also, warum kann ich Modi proben? Laufweg von Modi? Ich mach. Also, Laufweg von Modi stimmt zu 100%. Ich sehe nicht, warum er als Imposter Weapons Comms machen müsste. Also, sehe ich nicht. Aber die liegt ja quasi vor Weapons. Ja, die liegt vor Weapons. Die liegt vor Weapons. Die liegt vor Office, aber wenn du Weapons rausläufst, müsstest du eigentlich sehen. Nein, sind. Hallo, stopp! Also, ich hab nichts verstanden. Proki ist komplett raus. Lix und Alkönig saven sich gegenseitig. Wer waren die drei Leute nur tun? Oh, Chica, immer noch. Es bleiben Mr. Tech und Modi übrig. Mr. Tech und wo bist du, Marcel? Bei mir gibt's nichts Spannendes zu sehen. Doggy hat die Ventklappe angestoßen, ist reingejumpt, ich hinterher. Ich wollte ihn natürlich retten und seitdem hocke ich da drin. Ich hab ihn noch Camps gesehen. Also, Modis Laufweg stimmt, er war da. Ja, okay. Dann hat er trotzdem gekillt. Okay. Es kann keiner markiert haben, außer dir, Chica. Nee, ich hab den Kill gemacht. Ja, dann muss ich den Kill gemacht haben. Nochmal, also, wenn ich aus Comms rauslaufe, hab ich keinen Report-Button. Nein, aber wenn du aus Weltens rausläufst. Wenn du aus Comms raus. Zuletzt bin ich aus Comms rausgelaufen. Ja, da hast du keinen. Ja, aber ich war jetzt zuletzt in Comms. Ich hab doch erst den Download gemacht, dann den Upload. Chica, du so ein Panel, ja? Ja. Ist jemand in Labs drin? Ja, einer. Dann ist es. Kannst du auch so. Du kannst entweder dich booten oder Shibuddy. Ja. Es bleibt nicht anzubrechen, es ist gerade einfach. Okay. Also ich glaube auch, dass es ist, du Ich muss tatsächlich sagen, dennoch muss ich tatsächlich sagen, dass Modi bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, muss ich tatsächlich sagen. Du hast auch gerade gesagt, Modi ist 100% Ja, habe ich auch gesagt, wegen seinem Laufweg. Also deswegen traue ich nicht so ganz zu. Warum kriegt Mushika Wurz, Leute? Weil halt, ne? Schick. Ja gut. Doggy, mach das bitte nicht nochmal, wir müssen Task machen. Lego. Auch wenn du jetzt freudig umherhüpfst und so, weil es dir Spaß gemacht hat, schön und gut. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hat man ja gesehen, die ganze Zeit hinher, weil Doggy immer wieder weitergerannt ist und ich ihn einfangen wollte, Mensch. Oh Gott. Doggy, take cover. Oh. Okay, Leute. Modi, wir können Modi voten. Ich habe den Kill durch den Bug gesehen. Oh, geil, Alter. Du alter Bug-User. Oh, das war... Oh, Alter, nee. Mr. Tech halt rausjumpen aus dem Vent. Ich sehe Moody rausjumpen. Und dann sehe ich Mr. Techs Namen verschwinden. Ich dachte mir, geh's mal hin. Der ist einfach disappeared. Richtig. Aber nur sein oberer Teil vom Körper. Wollen wir Chica dann direkt hinterherwerfen? Ja. Okay, mach. Oh, ich wollte, dass Moody erste Runde nicht fliegt. Moody ist 100% cool. Moody ist cool. Also ich wollte ja eigentlich mit dieser Aktion einen Imposter wischen, aber so geht's natürlich auch. Oh nee, du ey. Chica, was für ein schlechtes Imposter-Play von ihm, ey. Ich würde gerade fragen, ob er wirklich ist. Ja, ist er. So schlecht, ey. Er killt einfach nicht, ne? Wie geil. Och, armer Doggy, ey. Ja, aber alles gut. Das war eine nice Aktion. Und jetzt geht's rund. Bei Gott unnötig. Vor allem du, Proki. In den zweiten kriegst du nicht raus. Ja, komm, mach mir eine kurze Runde. Ja, mach eine kurze Runde. Ach, schade. Ach, schade, Moody. Ich dachte, mit dem Proof wären wir safe, aber doch nicht. Schade. Stark von den Crewmates. Ach, ich glaube, das war. Ja, gut, die haben es jetzt einfach gekauft, ne? Die haben jetzt einfach geschluckt, dass du ein Poster musst, weil du dachtest, ich wäre safe. Also, die sind absolut nicht Fehler. Warte, warum campen die jetzt oben? Alter, haben wir jetzt wieder campen und wieder Button drücken. Das Ding ist, Modi,
es hat mich abgefuckt, erste Runde, es waren 5 Leute dazu, es war eine Lab, und wenn einer sagt, Mr. Tech mit links rein gegangen, und dann, ja, Moody hat Weapons gemacht, ja. Hat Comms gemacht, Moody macht das als Imposter nicht, er wird trotzdem. Wer ist denn jetzt Imposter? Was soll ich denn, ne? Doch, Lex. Lex, okay. Und Alter will Button drücken, oder was, ey? Jo, Wir haben keine Imposition, warum machst du den Scheiß Button? Ich hab auch gedrückt. Wir sind schon auf 7 Voten und es geht nicht auf. Flippen auf jeden Fall noch ein. Ja, wen wirst du jetzt drauf ausvoten, ganz ehrlich? Woody wurde ertappt. Schicker war falsch. Ja, okay. Wen wirst du voten? Keine Imposition. Nein, Lix! Nee, warte. Was? Du hast doch schon gewotet. Ich skippe. Mir egal, was du machst. Aber. Ich finde, wir sollten jetzt Alter rausvoten für diesen Schwachsinns-Call. Oh, Lix, du hast dich jetzt verraten. Ja, natürlich, Alter. Das machst du immer, wenn du Imposter bist. Wurde bitte keinen rauskommen, Alter. Das macht Lix immer, wenn sie Imposter ist. Was mach ich bitte immer? Diesen du hast Move. Den Button. Alter, was? Ja, aber er wollte doch auch drücken. Ich hätte auch gedrückt. Ja, aber es macht trotzdem keinen. Ich verstehe auch nicht, warum Shika im offensichtlichen Imposter safe. Das gibt doch keinen Sinn. Eingetrollt. Hat er. Ja. Mann, erste Runde Polos rauszufliegen ist hart, was soll ich machen? Eine ganze Puppe mit das hier so. Kein Problem, Mama. Muss sie nicht nehmen. Wie alt ist deine Schwester oder dein Bruder? Ich weiß nicht. Nichte. Hast mehr. Ah, Nichte. Und Alter, bleibt am Button stehen oder was? Ey? Ja, sie ist 10 Jahre alt. Nicht, geh raus jetzt. Wir sind hier am Aufnehmen, Mensch. Du bist am Aufnehmen. Hm? Ja, das ist egal, du aufnimmst. Ich aufnehmen. Das ist so witzig, euch zuzuhören. Ach, hi, Lisa. Hallo. Hallo? Ach, lässt dich auch mal wieder blicken hier. Ja. Hey, Mundi, ne? Ich bin so in die Runde geschaut, ich so den Poster. Den kill ich, hole jetzt beide raus und dann will ich das. Aber Mutti, hast du mich in den Vent jumpen sehen oder was war da dein Plan? Nö, das war Zufall. Na! Ja! Was soll denn das denn? Alter, jetzt nicht. Er kann nicht öffnen, Mann. Nein. Oder Lix und so. Ich hab mich selber an Camps gesehen. Und versteck mich extra hinter Jamie, damit du sie tötest. Und dann laufe ich hoch und ich frag mich, warum du nicht einfach ventest. Wer denn? Ja, der oder die. Alter, du hast auch schon Nerven, ganz ehrlich. Die mich letzte Runde rausholen wollte. Ja. Hochi kann kein Boss sein, der hat Modi gecallt. Ich habe sehr früh Modi gecallt. Das macht so Spaß. Alter, wenn du mich jetzt callen willst, also ich bin gerade zwischen Lab und keine Ahnung was, ich weiß nicht, wo du sein willst. Wo bist du? Ölkönig, hast du noch einen Punkt gesehen? Kann ich ja nicht, wenn ihr zwischen Lab und... Zwischen Lab und... Ja, aber da stehst du ja nicht die ganze Zeit einfach rum. Ich habe gerade 2 bei Camps gesehen, auf jeden Fall. Wo hast du noch Alex? 10 Sekunden. Ja, im Lab habe ich ein paar Tasks gemacht und jetzt laufe ich runter. Dann bist du da rausgegangen? Hab ich keinen Punkt gesehen, am besten Willen nicht. Ich habe. Dann bist du da rausgegangen aus Labs. Warte mal, so. So Leute, ich habe gesehen, wie sie sich zurückgemeldet hat. Ich habe eine Frage gestellt, lass sie doch ausreden. Vor etwa 10 Sekunden, dann bin ich halt in das. In die Dusche rein, da wird man auch nicht mehr angezeigt, glaube ich, und jetzt bin ich halt so auf halbem Weg. Soll ich dir was erzählen? Ich bin ins Specimen gewesen, habe Silent Test gemacht und 1 bis 10. Dann bin ich nach oben gelaufen ins Deacon. Mir ist kein Licks entgegengekommen. Ich habe im Labs meine Aufgaben gemacht, bin immer noch im Labs, gehe gerade raus. Da ist kein Licks gewesen jetzt. Ja, sollte dich dann nicht wundern, dass Poki da auch keinen Punkt gesehen hat, Us? Ich habe Mutti in der ersten Runde schon mal gut gecallt. Ja, aber dennoch. Aber dennoch. Nein, ich habe die Protokolle. Aber ey, König, ich weiß ja, dass ich eben von Admin kam und ich habe 0 Punkte links gesehen. Ich habe einen Electric-Kill und noch einen irgendwie O2, da kommst oder so gesehen. Und ich hatte rechts auch keinen gesehen. Also ja, euch ist aber nicht entgangen, dass ich gesehen habe, wie Lix sich vor mir zurückgemacht hat, ne? Ja, doch, ja, haben wir doch alle gehört, danke. Okay, gut. Ich habe mich nur gefragt, warum Utz dann so sehr beharrt darauf nochmal Lix verteidigen zu lassen. Jetzt geht auch ein Morphling und so, ich habe gesehen, wie sich zurückgemorft hat.
Dann sag das doch einfach mal. Das hab ich doch gesagt. Man, ja, ihr hört nie zu, wenn ich die ersten 5 Worte sage. Wenn die ersten 20 Worte unnötig sind. Stimmt, so wie das Musik vorhin. Ja, aber krass, wäre ich zum Beispiel noch länger im Band geblieben, wäre Modi rausgekommen und dann hätte ich ihn auch gehabt. Aber so geht's natürlich auch, Brogi. Unlucky, ne? Da hätte ich dich weggeholt. Aber ja, stimmt wirklich. Wie gesagt, Doggy hat mit seiner Schnauze die dämliche Ventklappe aufgemacht, ist reingeschampt und ich halt hinterher. Ja, musst du halt das Härchen, sonst macht das nicht. Richtig. Ich bin auch die ganze Zeit links, rechts, links, rechts. Ich abgeschlachtet im Vent. Zwischenzerstört ist ein Schwunder, das erzählt Marcel. Ja, absolut, ey. Ja. Was ist denn da mit dem zweiten Auge von Doggy passiert? Es ist doch eins da und da. Achso, auf der anderen Seite, hab ich ja gesehen. Ja, ja, genau, jetzt, jetzt so, wenn du dich drehst, stimmt. Hm. Warte mal, dann hat er zwei Zungen. Einer fehlt noch, ich weiß nicht, das ist. Ach, er dreht sich jedes Mal. Da ist die eine Seite vom Auge und da ist die andere Seite, sieht man noch, zwei Hälften. Genauso wie die Zunge. Gute naja. Antwort. Sehr gut. Warum ist dein Auge größer als dein Ohr? Was ist da schief gelaufen? Hat Chica im Bodenchat irgendwas gesagt im Sinne von er ist AFK? Nee. Und wie nein geht es euch so heute Abend? Sehr gut, sehr gut. Hervorragend. Toll. Alle fantastisch an dir? Mir geht es auch sehr gut. Und einfach nur prima. Ja, toll. Aber schlechte Nachrichten für Lisa. Warum? Shikamaru fällt aus, du kommst rein für Shikamaru, also musst du ihn ersetzen. Was muss ich? Ihn ersetzen, das heißt, du musst das Admin-Panel rufen werden. Nee. Amo, du bist geflogen. Amo hat gerade mit seinen Nernichte zu tun, glaube ich. Hat er gesagt oder so? Nö, das hat man gehört, lautstark. Dann hole ich mir eben noch schnell was zu trinken. Gelabt hast du, weißt du? Mit gelabt. L-E-E-H-N. Belash. Ach, Scheiße. Habe ich nicht gelesen, will ich lesen. Wo ist denn jetzt? Hallo! Starten. Ich schreibe Amo mal. Ja, die offensichtlich auch. Nee. Ich glaube, sie ist da. Da redet ziemlich weit weg. Ja. Ich hätte nur den Namen blinkert. Aber ich konnte dich rausnehmen, das war ein richtig komischer Chor. Weiß auch nicht warum. Naja. Das war auch ein Fehler. Also, war klar. Und er hat so damit gerechtfertigt, dass er mich nicht raus haben wollte. Weil er sofort wusste, dass ich ein Imposter bin. Auf jeden Fall. Das war's. Das ist auch so sein Spielwesen. So 100% 1 zu 1 so. So, okay, wenn wir nur 9 Leute sind, starten jetzt mal 9 Leute und machen da ein wenig Aufgaben. Wo sind die alle? Keine Ahnung. Nicht. So, wieder da. Und ich starte die jetzt. Was? Warum mit 9 jetzt? Weil wir mit Doggy 10 sind.
Es sei mir einfach nicht vergönnt. Naja. Aber Moment mal, mit Pflanzi von Lix sind wir dann 11. Also sorry, Alter, aber da kriegst du gleich nochmal richtig eine. Lisa kommt, sah und tötet. Lass mich raten, ich bin der Erste, oder? Ja, das Ding ist, hier findet mich aber auch kein Schwein da oben. Okay, doch. Mutti, sehr gut. Sehr gut, Arbeit. Wir haben keinen Grund mehr. Ich bin halt ein Pro-Gamer, was das angeht. Bist du am Admin geblieben, Proki? Nee, nur ganz. Ich bin nicht mal zum Admin danach gelaufen, ich bin einfach links raus. Okay. Lass mich mal kurz einmal denken. Welche zwei waren ungefähr vom Lauf, von der Zeit her? Wie lange brauche ich von Admin oder von Lifeline zu dem Scanner oben im Lab? Wie lange? Mhm. 5? Ja. Bis zum Scanner in der Ecke? Locker 10. Nach Position fragst du nicht, das machst du was. Weil ich glaube, wir können den zweiten Platz. Warte, ey. Was denn? Mutti, kurz. Achso, sorry. Also, nee, egal. Welche zwei Personen waren vorher etwa Roundabout 7 bis 10 Sekunden zusammen Comms? Comms ist draußen, ne? Das ist, da, wo man den Upload macht. Achso, nee, da war ich nicht. Welche zwei, da waren zwei Personen drin, zwei Punkte. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss mir erstmal die Karte suchen. Ich wusste nicht, dass wir Polo spielen. Okay, auf jeden Fall kommt Utz von Lab. Weil es war du bist vorher, unten, liebe Lisa, du hast mich reinläuft. Doch gerade ausgenockt. Okay, wo warst du vorher? Wo warst du vorher? Electrical. Wie bist du gelaufen? Ich kann zufrieden antworten, ich weiß, wo die zweite Leiche ist. Welche Leiche liegt denn wo? Also, Mr. Tag liegt auf dem Scanner und es waren die ganze Zeit immer noch zwei Leute im Lab. Ölkönig, von wo kommst du gerade zum Ich bin Tams gewesen die ganze Zeit und dann in O2. Ja, okay, wo bist du? Wo bist du jetzt? Leute, ich hab keinen Berufsnachweis, erzähl einfach eine Antwort. Dann bitte von wo du kommst. Penne ich gerade, wo ist der jetzt? Ich komm vom Penn. Wo warst du vorhin gewesen? Er ist unter dem Dropship gerade mit mir. Und wo kommt ihr? Ich komm vom Penn. Okay, aber warte mal, Utz, ich glaube irgendwie... Zweite Leiche, Lex und ich haben Download in Lettig gemacht, weil die liegt garantiert irgendwo links. Nein, links liegt da rein, ich war die ganze Zeit am Tams. Und Lex ja, war... Ja, vielleicht nur Tour drin, keine Ahnung, Tour ist ein Punkt. Nein, ich bin in Tour. Das letzte Mal war Lex irgendwo bei Comms. Ah, dann ist da der zweite Person. Das ist ja super. Dann ist nämlich Proki nämlich gewesen, weil Proki war mit mir zu der Zeit, nämlich in Admin, Utz auch oben. Mutti, das wollte ich dir noch kurz sagen. Eine Sekunde nachdem du weg bist von Lifeline, habe ich den zweiten Kill live am Lifeline gesehen. Also. Ne, ich habe beide ja gesehen. Oh, stark. Sehr gut. Ich habe beide gesehen. Die sind beide zeitgleich passiert. Wenn Jamie zu der Zeit in O2 war und Alter, mit wem war nichts Alter gleich so? Passiert? Also ich kann sagen, also ich war dran, da war Mr. Tech schon tot. Ja, okay. Ich wollte auch gerade sagen, dann warst du das. Aber kurz nachdem du weg bist, habe ich den zweiten Kill gesehen. Ich bin jetzt nicht schlauer, wo Mr. Tech jetzt liegt. Auf dem Scanner immer noch, habe ich gesagt. Achso, ja, okay. Dreimal. Und die zweite Leiche liegt jetzt in. Durchgehend Coms? Roten. Ah, Mutti, zweite Leiche. Ja, weiß ich nicht. Eieiei. Ich sag mal so: Lisa kam, sah und tötete. Lex, wer war es bei dir? Okay, sie ist weg. Oh, komm, jetzt muss Lisa aber fliegen. Also nicht wahr, dann war ich total. Oh, Jamie ist frisch. Ja,
ich glaube, ich muss an der Stelle Lisa ganz stark zassen. Türen in nee. O2 und ein bisschen. Also ich war in Electrical oben, habe meine Kabel da gemacht. Ich laufe runter. Türen sind unten in O2 zu. Lisa kommt mir entgegen, läuft Richtung Electrical hoch. Und Utz liegt halt unten bei den Wasserrädern da, wo man dreht. Also Utz habe ich nicht gesehen. Bin dann nur durchgelaufen. Ich habe orientierungslos bin ich rumgelaufen. Jamie ist gerade auch in die Richtung laufen. Ich glaube, dass Bruki gerade ein Selfieboard macht und Lisa den. Altern. Und jetzt verkauft er Lisa. Ja, Altern. Moody Earl, wo seid ihr? Ich muss über eine Nacht. Du musst wissen, wo ich bin. Ich habe dich gerade mit Jamie zurückgelassen. Ja, ich weiß nicht, welche Richtung du laufen bist. Also sind es Lisa und Altern oder wie? Und danach ist sie runter nach links gelaufen. Das stimmt nicht, du bist auch runtergelaufen. Wie hast du mich gesehen, wo ich hingelaufen bin? Ich habe gesehen, du bist auch noch Weapons. Das ist gelogen. Also ich bin, ich bin danach nach oben zu dem Upload gelaufen und sie ist danach runtergelaufen, nach links. An der Wand entlang. Okay, Lisa, in der letzten Runde, als ich Utz gesagt habe, wo warst du eigentlich? Du hast ja nachgeschaut auf der Map. Ich war links unten irgendwo. Also da, wo links irgendwo lag, ja? Nee, da bei Weapons, ist das Weapons da unten oder Admin oder irgendwo da war ich. Okay, kann ich mir sicher sein, dass du kein Imposter bist? Mann, du kannst gar nicht, die Situation, wo ich an der Lifeline war, da war eine Person tot. Links und dann kam eine zweite Person. Und kurz nachdem die zweite Person, wahrscheinlich dann Ölkönig, halt weggelaufen ist, ist genau der Kill passiert. Also ich habe beide Kills so gesehen dann an der Lifeline gesehen, deswegen kann ich dich auch rausnehmen. Also kannst du auch Earl rausnehmen? Ja. Den ersten Kill nicht, ja, aber den zweiten Kill, ja. Okay, also an dieser Stelle, sorry Utz, dass ich gesasst habe, dann wird Altern in der ersten Runde wahrscheinlich oben rechts gekillt haben, den Mr. Tech. Und Lisa wird Dix gekillt haben. Nee, das ist falsch. Richtig, es ist nämlich andersrum gewesen. Wollen wir mit Lisa oder wollen wir mit Altern aus Gag anfangen? Lisa. Nee, Mutti, wenn du so anfängst, dann in der nächsten Runde skippe ich dann. Also weil du machst dich jetzt gerade irgendwie. Lisa lief von der Leiche weg. Also. Proki kann Mutti jetzt irgendwie einen Kick machen. Proki, das kann schon sein, aber ich habe Utz nicht getötet. Okay, dann ja. Jetzt sind's Earl und Proki. Ich mach mich tot, wenn's so ist. Nein, also Earl kann sein, aber Proki nicht. Also. Woody wurde nicht, ich wurde in der ersten Runde Lisa. Ey, wieso spielen wir überhaupt Solo? Ja, es ist die letzte Runde. Ja, weil die Leute hier auch durch am Map spielen wollen zwischendurch. Wo ist Altan? Hätte ich das gewusst. Ja, es ist die letzte Runde, die werden es jetzt. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, und dann bin ich auch noch Imposter. Lin Amo jetzt. Ist jetzt Amo wieder da? Ja, guck mal. Ah, da bist du. Bin da. Aber warum tötest du mich, Lisa? Mutti, das ist eine Sache. Mich bis zum Ende des Spiels ist das roten. Ja, ich habe nicht so zugehört. Das war ein bisschen blöd. Eventuell könnte Altern das aber noch gewinnen. Er braucht nur 2 Kills. Der Nachteil von Altern ist, dass die Kills. Wenn er jetzt einen schon gemacht hat. Jetzt gleich den zweiten macht, dann Game Over. Ist noch keiner tot. Ja, go Altern. Oder traut sich wahrscheinlich nicht. Oder? Warum drücken die dich einfach auf den Button und beenden das? Weil es nicht eindeutig Altern ist. Er ist wahrscheinlich Altern, aber nicht eindeutig. Du musst nur noch gucken. Dankeschön. Hast du Moody gekillt? Ich nicht. Warum soll ich seine Button drücken? Den habe ich gemacht, den Kill. Oha. Wann? Gerade eben. Verdammt, warum drückst du den Button? So, Leute, jetzt muss ich euch mal aufklären. Es war nämlich genau andersrum. Lisa hat mich geschnitzelt. Ist doch in Ordnung. Ich habe dann nur so gemeint, Lisa kam, sah und tötete. Wer ist das hier gerade neben mir? Ich bin. Okay. Du bist 3 Fragezeichen, ja. Ja, hä? Okay,
Bei mir sind nur drei Leute in der Lobby. Bei mir nur einer. Ah, das Attack. Hä, zwei Attacks? Was ist das denn für ein Faker, Alter? Kannst du mal weggehen? Ja, neue Lobby. Dankeschön. Hä? Mr. Tech läuft what the fuck, Alter? Wer war dieser Faker? Hä, hören wir schon mit auf mit Polos? Ja. Ich hab das übrigens drauf, wir hatten einen Faker, wirklich, der mich kopiert hat. Wow. So bin ich nackt. Keine Ahnung, mach ich das selber. Lisa, ist nicht, siehst du eben ein Foto? Oh mein Gott, wie horny, Alter. Oh mein Gott. Wie low. Das hab ich direkt an Kryptik. Das geht direkt an Kryptik. Gelbe Karte. Gelbe Karte. Für Alter. Alter, ich kann dir ein Foto von mir schicken, ich bin auch nackt. Ja, immer her damit. Kein Bedarf. Grüne? Hallo, Huki. Hallo, Huki. Hallo, bin ich grau oder? Servus, immer noch nackt. Grau. Bin ich nackt? Ein nacktes, graues Lisachen. Nein. Quasi ein graues Mäuschen. Nein. Ja, das vielleicht. Und jetzt? Weil das sind die Orchid-Serie. So, irgendwer. Ach, wahrscheinlich Chica Maro, ne? Chica, bist du inzwischen da? Ja. Okay. Warum sind hier 11 im Raum, aber ich zähle nur 10 Leute? 11. 11. Was? 11. Warum sind hier 12 Leute drin? Mutti, das war ja 11 Leute. Ist sie etwa mein unsichtbarer Faker wieder, oder was? Ja, das war Lisa. Sie hat sich angezogen. Aber richtig. Mhm. Die hat sich sogar den passenden Namen zugelegt und sogar einen Hund auch noch. Typisch. Angeschafft. Mhm. Extra nur für diesen Moment, Alter. Um in die Aufnahme zu kommen. Lisa, aber ich sehe dich jetzt hier nicht drin im neuen Raum. Nee, ich auch nicht. Ja. Ich versteck mich. Ich sehe da wirklich nichts, das ist unsichtbar. Amo, ist denn Lisa drin? Lisa ist nicht da. Alles rumgesteckt. Tatsächlich da. Wollt ihr mich veräppeln? Lisa ist nicht da. Digga, jetzt sehen wir auch schon Geister. Und die Pflanze von Lix ist durchgedreht. Na komm, schnitzelt mich ruhig wieder zuerst, wenn ihr wollt. Wenn ihr euch traut. Ey, das ist so unfair, Leute. Ich sehe Lix nicht. Oh Mann. Nein, aber reporte doch nicht. Reporte doch nicht. Mann. Warum? Ah, die unsichtbare Lisa ist tot. Okay, warte, lass mal. Ja, lass ihn mal kurz reden, für auch wissen, was sie zu sagen hat, Lix. Ja, ich bin reingekommen, hab grad noch gesehen, wie die Leiche fast umgefallen ist, hab noch die Eventklappe zugehen sehen. Lauf du wieder lügst. Raus. Natürlich. Du lügst, ich bin doch in der Cam. Ich sehe doch, dass kein Event aufgegangen ist. Ja, wie wissen du das sehen, wenn du in der Cam bist? Weil ich den Event doch sehe, rechts. Nö. Oder ja, dann hast du nicht aufgepasst. Die Eventklappe ist gerade noch zugegangen und ich wollte gerade schauen, wer bei Electrical vielleicht oder bei Security rauskommt. Oder du denkst. Also entweder, nee, okay, du warst in den Camps, du kannst es nicht sein, aber ja, vielleicht der Kampf hat. Wenn jemand im Event springt, dann erstmal 10 Sekunden nehmen, wo dein Poster. Also, okay, okay, Lix, um deine Theorie mal zu entkräften. Wer ist irgendjemand pre-gerannt zu Electrical? Nee, kann ich eigentlich ausschließen, glaube ich. Weil du bist jetzt ja gerade angekommen, oder? Ich habe das Licht gefixt und davor kam ich aus Admin, da war ich auch an. Okay, welche Leute, Utz, jetzt brauche ich dich wieder, welche Leute sind alle rechts? Also ich weiß, dass Girl gerade O2 war, glaube ich, habe ich gesehen. Ich bin sicher, ehrlich mal recht irgendwie. Ja. Einer steht noch auf kaum Tisch, ich bin, hab vergessen, das war Brüder, ich bin gelaufen. Okay, das stimmt, dann bin ich. 3 Sekunden neu, ich hab ja gut. Ich bin auch nach rechts gelaufen, ich war bei Weapons am Download dran. Bei Weapons am Download? Hookie? Ja, vor Licht anging, war ich mit ehrlich im Download in Cafeteria. Kannst du das bestätigen? Ja, jetzt? Immer noch. Ja. Ja, aber das wird auch nicht schaffen. Ja, eben. Also, Huki wird sich schaffen, runterzulaufen. Hätte ich ihn sehen müssen. Jamie, wo bist du? Nach mir dran. Ja, ich bin gerade an Admin vorbeigelaufen, Camps dann an, von Cafeteria. Ja, er hat nicht drauf geachtet, weil er Amo reingelaufen ist, nix raus also, und so. Aber das passt nicht. Ich bin auf keinem Table. Unverstimmt. Ja, gut. Aber dann. Das sieht echt schlecht aus, Lex, auch mit der Begründung, dass da ein Event aufging. Ich hab den halt nicht aufgehen sehen und ich achte auf sowas.
wenn du den Vent wirklich in deinem Blickfeld hattest, das hättest du entweder sehen müssen oder du wirst der zweite Imposter. Also nein, denke ich nicht. Die Camps waren an, als ich reingelaufen bin und ungefähr. Wann ist das eigentlich passiert? Also du warst auf dem Scanner und dann ist jemand umgeschnetzelt worden, du bist dann zum Vent gelaufen oder wie? Nö, ich hab grad die Task angefangen hier mit, genau, die Samples. Und dann sehe ich noch die Ventklappe zurückgehen und Lisa liegt halt tot neben mir, die gerade noch neben mir gelegt hat. Ich sag jetzt warum sollst du lügen? Hallo? Bitte. Ja, Vielleicht hätte ich auch was machen müssen. Vielleicht war aber auch nicht. Na, mal sehen, was noch so passieren wird. Jetzt mache ich erstmal meinen Upload. Dann habe ich das schon mal durch. Und dann erstmal schön die Karte swipen. Aber bei der Karte muss ich auch immer an dieses lustige Among Us Video denken. Ja, genau, und dann hier immer die ganze Zeit död, 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 död. Und dann macht er so richtig langsam und dann wieder död. Mega nice Video, ey. Oh, die Cam ist ausgefallen. Scheiße, eine Sekunde zu spät. Ich hab gesehen, der Vent in... Richtig, ja, ich bin reingelaufen. Ja, Mr. Tech, ich weiß, aber weißt du, wer nie zu spät ist? Na? Moody, der nämlich im Vent hockt in Security und Jamie gerade zu mir nämlich sich gekuschelt hat. Ich hab nur gewundert, wo du hingegangen bist. Ich dachte, oh. Getötet. Oh. Nee, weil das Ding ist, ich lauf rein, die Ventklappe geht nur noch zu und dann sehe ich da Amo. Ich dachte, dass Moody in den Camp steht. Und dann als ich gesehen habe, dass Amo aber tot ist, dachte ich mir so, hä, wo ist der? Ah, Moody, da hast du den Spieß mal umgedreht als ich letzte Runde hier. Es geht weiter, ja. Oh. Ich sag falsch. Und das war Jamie, die erste. Und ich war der Einzige, der nicht gewotet hat. Nice. Ich auch. Das ist mal Dixon, entschuldigen. Ich nicht, ich hab nichts gemacht. Herr Jamie sagt doch gerade, nichts verrückt, es wird nicht weitergehen. Ich denke, es geht weiter so. Werden wir ja gleich sehen. Wer hat Moody für mich geworfen? Oh, ist vorbei. Oh, super Timing. Schön. Na, Moody, good job dann. Schöne. Beide. Ich denke, Security und Engineer sein, ey, das ist... Wie kann denn jetzt blau tot sein, wenn ich eigentlich blau fischen wollte? Und wieso wolltest du mich töten? Keine Ahnung, ich wusste, dass du an den Camps bist und dann hatte ich Lust dazu und dann waren die Camps auf einmal kurz aus und Arm steht an den Camps, da denkst du, Ich finde den Gedanken nicht schön, den du da hast. Mysteriös. Jetzt sehe ich dich, Lisa. Jetzt bist du wieder sichtbar. Ja. Du hast den Tarnumhang abgelegt. Sehr schön. Also wieder, der Tarnumhang. Ja klar, Harry hat ja auch einen. Harry Potter. Mhm. Gucke kein Harry Potter. Oder ich. Da gibt es mittlerweile übrigens alle Teile auf Netflix zu sehen. Zatek, du bist zu Hause im Hufflepuff. Das ist echt gut zu wissen, danke. Ich dachte, wegen dem Grün würde ich jetzt Slytherin sagen, aber naja. Nee, ich bleib bei Gryffindor. Du bist Hufflepuff, ich bin der Hut. Sehr dekorativ, Lix. Nach vorne mit Sam. Drei Imposter jetzt. Aufs Geld. Ach nö, 13, 3 Spiele. Wo ist Flanzi? Hat Dory auch vergessen. Da hat wohl einer die letzte Folge nicht gesehen, dann wüsste er Bescheid. Eieiei, na das gibt Ärger, Freundchen. Nein, Lex, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber er ist tot. Das funktioniert sogar sehr gut. Haben wir Infektion, wäre nett. Achso, O2. Was? Ja.
Da war ja. Ich nicht. Aber dann. Sheikah, bist du am Tisch? Ja. Der liegt vor Auto. Ich muss sagen, ich kann den Kill gemacht haben. Ich bin vor 2 Sekunden. Ich kann den Kill gemacht haben. Nee, wie bist du? Warum warst du das? Ich bin aus Navigation raus, hab einen Screen gemacht und bin dann nach rechts. Da ist Sheikah am Tisch stehen gerade. Navigation und dann nach rechts? Hä? Nein, Medbay und dann nach rechts. Entschuldigung. Okay. Okay. Dann der D-Lech ist sehr, sehr frisch. 2 Sekunden wahrscheinlich irgendwie so. Ich denke, Modi wird ein Camp ziehen, schätze ich, ne? Also sprich nicht wie. Nein, Camps ist niemand. Wir sind da zu viert gerade am Laufen. Ja, okay, dann ist der Fall Modi rum ein bisschen ergründet noch nicht. Modi ist nämlich älter als Engel. Also ja, wir können doch erstmal alle durchgehen, vielleicht. War der Erlkönig bei mir und der ist auch richtig. Komms. Also ich kann 100%. Ich kann uns da wahrscheinlich Müll machen, runterlaufen, wo ich dann kommst. Okay, ja, nicht alle durcheinander hier, bitte. Ich kann 100% Huki, Mr. Tech, Lix und Proki Save. Jawohl, also. Ja. Ich es. Ja. Wozu bist du? Soll ich nochmal wiederholen, Alschika? Du musst mal, Leute reden, die nicht abcovern, also ich kenne nur Leute, das wird das. Ich bin ein Storage. Ich nehm Proki und Jamie raus. Die regieren das nicht raus. Oder Proki und Schieder? Bitte? Nee, nirgends, ich bin spät gestartet, bin jetzt Anfang Storage, also noch kurz vor, also vor Admin, Storage. Wo ist denn Proki? Was? Eine Runde, ich bin über Map, also ich bin nicht in Map Bay rein, sondern einfach nur links, Reaktor hat da oben die Task gemacht, die 1 Zahlen-Task und danach rausgelaufen und jetzt mit 4 Leuten Richtung kommt's nach unten. Okay, gut. Ammo, würdest du sicher Jamie rausnehmen und Altan? Nee, also es könnte natürlich ein Self-Report sein, aber ich glaube nicht, dass es direkt geht und direkt raus. Okay, Jamie, kannst du Altan auch, kannst du Ammo ausschließen, oder? Ich glaube nicht, dass du mich ausschließen kannst. Altan? Und was mit dir, Altan? Ich kann von den beiden keinen ausschließen. Ich kann aber Altan rausnehmen, der war vor mir nur. Ich hab Angst vor uns. Jamie stand sehr lange an der Blättertaste. Also, wenn sich 3 safen und 5 zusammenlaufen, da bleiben da nicht mehr viele. Das hast du gut erkannt. Das ist schon komisch. Ich bin mir sehr sicher. Ja, ich war trotzdem. Ich habe. Schika AK. Es geht aber nicht um Schika, aber gut. Ach so. Ja. Ist safe und fix. Boah. Ich muss sagen, bisher läuft das, ne? Spüre, dass wir, glaube ich, wieder einen Toten haben. Oder gleich haben werden. Hä? Oh, ich dachte zuerst Morph, Alter. Sheikah, Amo, beide frisch, das weiß ich. Du warst an Camps, ne? Ja, ich war an Camps und ich habe die noch vor kurzem da langlaufen sehen. Wo lang?
Armo müsste jetzt in Cav sein und Chica ist runtergelaufen Richtung Storage. Was ist eigentlich aus der guten alten Regel geworden, dass derjenige, der reportet, als erstes redet? Ja, das ist nicht so einfach bei uns. Also ja, Shikamaru liegt in Storage und ich habe Utz sehr stark im Verdacht, weil den habe ich kurz davor noch in Electrical gesehen. Jamie habe ich zwar auch da gesehen, aber Utz hat sich immer so komisch irgendwo hingestellt und ist so seltsam gelaufen. Also Utz muss im Prozess sein. Ja, Utz hat einen Vent gesehen, hat den Vent Flambo auch gesehen, oder? War. Und davor, aber davor bist du auch so komisch bei Coms rumgecreept, da wo du gerne immer killst. Nee, ja, ich... Aber... Wir haben ganz viele Leute Coms kennen inzwischen, aber... Häufig davon, ja, ich weiß nicht. Was du den Kill von Amo sagen? Lisa, wo bist du jetzt? Kurz vor Weapons? Du bist durch Kev gelaufen vor 3 Sekunden oder so, also musst du irgendwas an Informationen haben? Ich habe Amo das letzte Mal vor Medbay gesehen. Der ist, also ich bin raus, er ist rein. Nee, also, das stimmt nicht. Ich bin raus, er ist rein. Du bist raus. Er ist nicht in Medbay, nein. Doch, er ist in Medbay rein und ich bin raus. Und dann bin ich rechts. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich glaube, er ist da wirklich reingelaufen. Aber ich bin mir da gar nicht sicher. Die beide zusammen, also die müssen sich beide in Kev gesehen haben. 100 nee. Millionen Prozent. Man weiß das schon. Ist relativ gleichgültig. Weil ich es beobachtet habe. Ich habe diese Runde mit Shikamaru auf Medbay scannert. Ich bin bestimmt angepisst, dass er tot ist, aber ist auch entscheidend, wie er es glaubt oder nicht. Und wann willst du das gemacht haben? Direkt am Anfang der Runde, wir sind beide reingelaufen. Er kam ja von rechts Richtung Weapons entgegen. Ja, die Runde läuft schon eine ganze Zeit lang. Nee, Anfang der Runde war ich links drin. Herr Jamie, wie willst du das? Aber Lisa. Ich hab Amo nicht gesehen, ich hab ihn nur in der Map. Ihr müsst euch in Camp gesehen haben. Aber Lisa. Ich kann mich rausnehmen, aber ich weiß nicht, wo ihr seid, ist. Also, ihr seid nicht versetzt rausgegangen. Also Lisa, als du aus Medbay raus bist, wo bist du langgelaufen? Nach links oder nach rechts? Nach rechts. Warum? Wo ist Huki eigentlich? Und Proki, wir reden nur über den Reaktor. Also, Proki, du warst doch gerade im Innenreaktor, da haben wir keinen Huki gesehen. Huki ist Medbay-Proof. Ich habe Huki das letzte Mal, glaube ich, bei Elektrike unten gesehen. Danach du musst über mich nicht reden, ich bin Medbay-Proof von König. Ja, genau, ich wollte nur genau auch nochmal gesagt haben. Also. Huki, wie du redest. Bin. Lisa geworden. Nein. Also Lisa Oats auf jeden Fall, das weiß ich nicht. Lisa wohnt. Wegen dem Sass? Oh mein Gott. Der Sass, der richtig ist? Mann, ich versuche mich gerade zu überlegen, wann nicht, dass das jetzt Jamie dann ist. Ach, warte mal, wer könnte es denn dann noch sein? Ich muss kurz nachdenken. In der einen Runde. Es bleiben nicht mehr viele übrig. Da muss es halt wirklich... Oh Mann, scheiße, wer ist es? Denk nach. Wer war alles bei uns in der Gruppe? Also ich glaube, ich kann Brookie hier vertrauen. Mann. Oh Gott, ist das schwer. Ich hasse 13-3, wirklich. Doggy, wir müssen jetzt mal nachdenken hier. Leichel liegt in Admin. Es waren wahrscheinlich nicht Proki und Mr. Tech. Proki nehme ich auch den Weg raus. So, ich würde den rausnehmen, seit kommst. Also seit kommst du zusammen. Ja, ich auch. Ich denke, es sind nicht Tech und Tech, Proki, Elkhörig, Hoki sind es nicht gewesen, meiner Meinung nach. Weißt du, Hoki, ich finde immer so lustig, wenn also ich sag immer noch, dass es Utz einer ist. Hm. Ja, Alex, würde ich auch sagen, sind wir uns sicher, dass dieser Imposter war? Mal eine dumme Frage. Ist keine dumme Frage. Nee, deswegen wäre ich jetzt auch dafür. Nein, ich möchte eine Antwort haben. Sind wir uns sicher, dass dieser Imposter war? Bin ich. Ich nicht. Wir haben unentschieden auf dem Weg. Wir haben nach einer halben Stunde einen Kill. Also ich bin mir sicher, dass dieser Imposter war. Und wisst ihr was? Ich habe in der ersten Runde gesagt, dass es cool ist, dass Chica und Lisa, die beide später gestartet sind, Step, sich nicht gesehen haben. Chica ist gestorben, Lisa nicht. Ich habe als allererster von uns allen, hier mit Lisa, das hat.
Alter, wo bist du, dass du Poki safest? Ich frag Poki. Poki, wo ist er? Wir waren gerade auf der rechten. Waren wir auf der rechten Seite? Ja, ne? Ja. Genau, Altan hat Comms gefixt, das ging innerhalb von, also er ist rangelaufen, BÄM, muss die Mitte gewesen sein. Ja, ich war schon davor, da, ich hab direkt schon ausgekundschaftet, wo der ist. Der Kerl ist übrigens ein Admin. Und dann sind wir nach rechts gelaufen und ich kam davor von der linken Seite und war davor nicht, in der Zwischenzeit nicht Admin. Aber kann Altan da nicht gekillt haben zwischendurch? Nee, ich war rechts, ich war die ganze Zeit rechts. Nein, die ganze Zeit nicht, wir waren lange Zeit zusammen, Dix war auch Admin, Jay war auch da. Jamie ja, ist jetzt in den Rettungssprung kommst, Navigation. Ich überlege jetzt. Ich überlege die ganze Zeit noch wegen der ersten Runde, ja, wo wir in einer großen Gruppe zusammen sind, wegen dem zweiten Kill, wer da jetzt noch der mögliche Killer ist. Ich überlege da ja, schon die ganze Zeit. Also Jamie war auf jeden Fall Engineer. Man wurde dir schon. Es ist zwischen Altern und Utz, aber ehrlich gesagt. Nein, es ist zwischen Lix und Utz, würde ich sagen, aber eher Lix. Warum Lix? Ich war in der großen Gruppe mit dabei. Also aber ich bin in der ersten Runde schon. Alter. Eben, also Lix für mich ist Utz Crew und Lix Imposter. Ich habe Utz gewählt. Ihr wurde ein Crew mit auf 7 raus. Ja, bei 7 wurde ich dabei. Ja. Utz, ich weiß nicht, warum du jetzt nicht so mehr auf Lix gehst. Das Ding ist, du bist zwei Imposter. Proof, weil du auf Lisa gegangen bist. Ich bin ein Imposter, ganz ehrlich. Check eher den Poki Hoki safe. Ja, zwischen euch dreien, Utz, Alter, und Lix sind zwei Imposter. Also, ich hab jetzt geskippt. Lix, wen hast du eben gewotet? Lisa oder Utz? Utz, ich gehe ja auf Utz. Ja, deswegen hast du auch fast einen. Ich bin safe aus der ersten Runde. Ich hab auf Lisa gewonnen, ich bin mir sicher, dass Lisa richtig war. Wir haben jetzt einen Poster, du bist nicht komplett safe. Ja. Ich denke mal ein Band auf Admin raus und dann wieder nach rechts. Müsste. Aber ich glaube auch sonst. Dezent überfordert mit der Situation. Ja, macht ruhig die Türen zu, dann mache ich halt diese Taste hier oben. Meine Güte. Edgy Badgy, könnt mich mal. Leute, das ist so geil, ey. Mein so Gott, ihr seid doch so dumm, oder? Man muss ich einfach Utz früher aufschmeißen. Ja. Also hat Altan doch den Kill gemacht. In Admin. Ja, das war ich. Aber das hätte man mir eigentlich nicht nachweisen können. Gute Imposter-Runde, gute Imposter-Runde. Ja. Neue Runde, schon. Gut gespielt die Türen, muss man sagen, am Ende. Alisa, ich wollte den ersten nicht sassen, aber du hast eigentlich keinen richtigen Proof gehabt, tut mir leid. Ja. Das muss ich ja sagen. Lisa, du hast schöne 2 Kills gemacht und musst du auch. Ich hab bis da nicht gekillt die ersten 4 Runden. Also ersten 4 Kills. Erling Poki, jetzt. Er hat mich gekillt, das war kein so schöner Kill. Ja, mir war klar, dass Alex gekillt wird. Ich wollte auch schon zurücklaufen, aber dann war schon Runde vorbei, als ich ohne Electrical war. Ich hab die Leute schnell gefixt, damit kein Sass irgendwie entsteht. Also damit nicht die Leute nervös werden und wir die Türen direkt zu machen können auf der linken Seite. Das war gut, richtig und richtig. Muss ich die mal sagen würde. Okay. Ja, ich muss sagen, dann tschüss. 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 Doch. Hab ich eine Frage. Ach, Marcel. Ich muss gleich mit meinem Hund raus. Ja, dann geht gleich alle. Komm, geht. Geht jetzt alle. Soll ich jetzt gehen und mit dem Hund Gassi und danach gleich wiederkommen? Ja, nee, mach was du willst. Wie ihr wollt. Lisa, wo ist schon mal mach was du willst. Guck einfach, ob es regnet, warte mal. Oh mein Gott. Was? Wo du Mutti gekillt hast. Admin. Admin.
trotzdem zwei wichtigen Kills gemacht. Amo und Mutti direkt, ist nur ganz gut. Das haben Amo und ich auch gerade Tutban direkt gesagt. Weil du wärst geflogen. Also das legst dich eigentlich quasi da. Ich weiß auch nicht, wie du da immer durchkommst dann bei dem. Ja, eigentlich hat er für mich, wenn ich nicht Fotos mache. Utz, allein schon beim Hören habe ich gesagt, ja, Utz, ne? Hast gehört? Ich war auf gar nicht einfach, weil man merkt ein bisschen bei dir. Also, beziehungsweise durch. Aber ja. Gehen, Gassi, bis gleich oder bis später. Ja, alles dann. Mach ich. Schab, Junge. Oh boy. Ja gut, wir sind wieder ganz normaler Crewmate. Ich stelle mich mal auf den Scanner. Na, wir stellen uns mal auf. Dann sind wir schon direkt proof und dann gibt's keinen Ärger. Wenn das überhaupt jemand sieht. Gut, aber mal auf. Mutti. Nichts. Ey? Also? Ja, war jetzt vielleicht nicht so schlau von mir zu reporten, ne? Nee, das ist egal, der ist in den Wind gesprungen. Hätte mir eh nicht mehr. Mhm. Bitte, lass uns beitragen. Ja, Frage 1, wo ist der Kill? Ja, darf ich? Oder Jamie? Bitte! Okay, ich stand in Weapons mit Erlkönig. Osten war, denke ich, war, meine ich, auch noch bei uns. Als die Lichter gerade angegangen sind, zweiter Arm. Okay. Der ist dann wieder umgedreht, hat den ersten mitgenommen, der uns da entgegenkam, von unten wieder. Ich glaube, Osten ist dann wahrscheinlich vorher runtergelaufen. Okay, bitte, wo bist du? Stehe jetzt gerade vor Electrical, die Tür ist gerade zugegangen. Also wenn ich gemurft sein kann, ist Jamie, erkenne ich, da war noch eine Person. Jamie erkenne, okay. Lix auch nicht, die steht dann im Kaff. Lix, kannst du diese rausschicken, dass du gemurft sein kann? Ja. Okay. Chica ist auch raus, Linke. Chica ist raus, er ist ein Elektriker. Mutti ist auch raus, wo ist Suki? Oh du, bitte. Wo ist Marcel? Mad Bay, hab's gern gemacht, ich war alleine. Ja. Ich denke, mit zwei Hupen. Einer von den beiden. Ich möchte was anmerken. Ich und Mutti haben Light gefixt. Und Mutti stand so bis nachdem ein. Ja, ich weiß nicht. Na, alles gut. Okay. Ja? Ich wollte nur sagen, dass wir Mutti Light gefixt haben. Wo bist du, Chica? Ich habe dich doch gerade gesagt, hör doch zu. Sind die Tür zu? Ja, weil du die gerade zugemacht hast. Ja, B2 ist doch auch festgelaufen. Nein, B2 hat die Tür zugemacht als Imposter. B2 war auch recht am Anfang. Und jetzt holt er sich einen Ruf. Ja, B2. Er muss dann durchgerufen sein von der Zeit her. Wo ist Erlkönig? Der ist nicht gemorpht. Also dann kommt hier nur Huki, B2, wer noch? Mr. Tag. Oder Mr. Tag, den kann auch keiner sieht. Ja. Matt, glaube ich. Nee, ich glaube schon, dass Mr. Tag benutzt war. Ja, okay. Glauben ist nicht wissen. Aber Huki morpht immer gerne. Gerade wenn ist halt saved. Jamie, hast du Huki gesagt? Sie voll mute, ey. Und wenn man mich kennt, ich nutze die Rolle nicht wirklich eigentlich. Shapeshifter. Ich war mit Jamie und Lix am Download oben gestanden. Cav, Jamie ist nach rechts, Lix stand noch da, ich bin nach unten. Weiß nicht, ob mich das sichert, aber ich sag das einfach mal. Und ja, ich habe nur meine Task gemacht. Ja, ich weiß, wenn du da etwas gemacht hast. Das war nur ein Liebeswort. Oh, ich habe keine Lust in Electrical rein, aber ich muss das tun. Oh Gott, da geht's schon los. Doggy, war schön mit dir.
Okay, gut, was bei Leichen. Also, was gepasst. Mir egal, rede du. Beide Leichen, Lower Engine. Uki ist auf jeden Fall ein Imposter. Und der andere Imposter ist gerade im Charakter und der ist unten in Lower Engine Vent gesprungen. Ich habe auch nicht gesehen, wer das war. Also, ich bin Imposter. Ich bin Weapons gerade. Nee, glaube ich nicht. Ich überlege gerade. Aber du musst noch deine Sachen ein bisschen, du musst ein bisschen noch argumentieren. Warum bin ich Imposter? Weil du gerade von mir gekillt hast. Was? Warum soll ich das machen? Ich stehe Weapons. Nach Electrical bist du nach links gelaufen, Kollege. Das hab selbst ich gesehen. Vielleicht wäre das ein Morphling. Nein, war es nicht. Ich hab dich zuvor davor in Storage gesehen. Das war kein Morph. Bist du denn dann nach Weapons gekommen? Über Cafeteria. Und wann war das? Tschüssi, Hookie. Gerade. Wir können noch über den zweiten Kill reden, Leute. Ganz ruhig. Ja, ich überlege gerade, Hoki ist mit irgendwem nach links gelaufen. Ich überlege gerade, wer das war. Elkün nicht, du kannst Mr. Tech rausnehmen. Ja, denke schon. Okay, wo ist B2? Gerade in Kev reingelaufen. Von wo? Das letzte Mal, was ich gesehen habe. Von wo? Das letzte Mal, was ich gesehen habe, war Hoki, Jamie war da. Von wo bist du reingelaufen? Nachdenken, wieso soll ich fragen? Modi war da, ihr wart alle links. B2, Modi, Shika, alle waren links. Wie bist du in Kev reingelaufen? Ich glaube, Jamie könnte der zweite Imposter sein. Wie bist du in Kev rein? Ich glaube, Kev war in dem Zeitpunkt, wo er gekillt hat und nicht gesehen. Was? Kreuz. Wie bist du in Kev gekommen? Oben lang. Warum ja, von welcher Seite? Von Medbay, Weapons? So. Von Medbay. Ich bin kurz in Medbay rein, hab geguckt, da war keiner. Und dann hättest du mir aber entgegenkommen müssen. Weil ich bin Richtung Medbay gelaufen, ja. Und das war ziemlich am Ende. Aber du warst nicht in Medbay drin. Nee, ich bin durchgelaufen. Ja, du warst nicht in Medbay drin. Also ich bin in Medbay rein, da war keiner. Da bin ich nach oben gelaufen und jetzt stehe ich halt direkt, wo der Report kam, bin ich gerade in Kev reingelaufen. Ich würde mal sagen, Amo und Mr. Text Imposter. Amo, du hast schon so lange geredet, ich würde mal sagen, Amo und Mr. Text Imposter. Sollen wir zuerst Amo wählen oder erst Mr. Tech? Ja, Mr. Tech ist kein Imposter. Achso. Also, nee. So. Dann vielleicht Amo und Lisa. Wieso denn ich jetzt ich? Also, was Amo da erzählt, ist ja, dass ich vor seinen Augen einen Kill mache. Das mache ich natürlich als Imposter nicht. Ich mache einen wo hat er denn eigentlich gekillt, Amo? Ja, mein Lower Engine. Blau Engine. Alle Crewmates wurden blau. Ja, genau. Und das Problem ist leider auch, weil es kein Morph sein kann, ist, ich habe die meisten Farben gesehen, deshalb glaube ich da wurde ich schon. Oder wer das auch gerade gesagt hat. Oh nee, die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews, ja und so weiter. Aber hey, ich habe mir gestern die neue 3-Fragezeichen-Folge unter Geisterbunker angehört. War nicht schlecht. Ja, aber genug davon. Den 3-Fragezeichen. Jetzt zurück zu Among Us in der letzten Runde. Oh mein Gott, Jamie, geh weg. Thank you.
Arme Lex. Jetzt habe ich auch den zweiten Imposter aufgespürt. SP2. Echt? Ich stand gerade bei Lisa in Electrical. Das ist aber schon etwas her. Ich bin ein Reaktor. Warum wurdest du so schnell? Könnte auch Morph sein. Weil ich das Panel hab, der Kill eine Sekunde alt ist und du kommst runter. Ja, aber. Nee, ist kein Morph. Es könnte ein Morph sein. Jamie Camps, ich bin auch immer. Aber guck mal, nehmen wir mal an, es wäre ein Morph. Warum wolltet ihr so schnell zwei? Es kann kein Morph sein. Kann kein Morph sein. Warum nicht? Weil. Jamie Camps, Lisa und ich Reaktor, Mr. Tech war irgendwo rechts. Ja, ich bin auf der rechten. Genau gesagt im Weapons jetzt. Außer Early gerade, ne? Aber das komme ich nicht. Doof. Und wenn es B2 nicht ist, dann halt Earl. Doch, es ist B2. Finde ich gemein, dass ihr so schnell geworden seid. Diese Shapeshiften ist blöd am Anfang, weil man alle sich immer sein. Also doch nicht Medbay oder wie B2. Ich stand wirklich. Wie bitte gestand? Ich weiß, aber die hast du auch zugemacht. Ja, ich hab die zugemacht, aber ich stand wirklich da. Aber dieser Proof, der war gut, man hat es rausgehalten. Aber ich fand's gemein, dass ihr so schnell gewotet habt, also finde ich echt cool. Ich hab nicht gewotet. Ja. Warte. GG, gutes Spiel, so, Leute. Aber so fliegen auch Engineers raus, wie gesagt. Gute Nacht, Mr. Tech. Oh. Es ging aber doch ohne Morph und da. Nein. Ja, Nacht. Das war voll der dreiste Kill an mir. Euch viel Spaß dann noch. Drei Leute über dir. Ja.